Also sprach Zarathustra, nimmt unter Nietzsches Werken eine Sonderstellung ein. Die poetischen Bilder und der Klang der Sprache entfalten ein so starkes Eigengewicht, dass man in Zarathustra häufig nicht als philosophische Schrift, sondern als Sprachkunstwerk aufgefasst hat. Mit diesem Werk hat sich der Philosoph ganz ins Gebiet der Dichtung verirrt, so jedenfalls scheint es. Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass Nietzsche hier und nur hier die Geschichte einer fiktiven Figur erzählt. Zwar gibt er seinem Protagonisten den Namen des persischen Religionsstifters Zarathustra, doch die Erlebnisse, Reden und Lehren seiner Zarathustra-Figur sind frei erfunden. Also sprach Zarathustra ist ein fiktionales Werk. Ist es damit auch ein Werk jenseits philosophischer Ansprüche? Mit der ewigen Wiederkunft und dem Übermenschen stehen Ideen im Mittelpunkt, die bis heute als philosophische Zentralgedanken Nietzsches gehandelt werden. Und nicht nur das. Diese Ideen kommen im Zarathustra so intensiv zur Sprache wie in keinem anderen Werk Nietzsches. Entscheidend ist nun aber, wie das geschieht. Und dabei spielt die dichterische Fiktion in doppelter Hinsicht eine wichtige Rolle. Einerseits legt Nietzsche seinem Protagonisten die philosophischen Aussagen als prophetische Botschaft in den Mund. Andererseits versieht er dessen vermeintliche Offenbarungen mit dicken Fragezeichen. Denn Nietzsches Zarathustra ist ein fadenscheiniger Prophet, der mit sich und seiner Rolle hadert und die eigenen Verkündigungen mitunter sogar selbst parodistisch unterläuft. So ist der Zarathustra nicht nur das populärste von Nietzsches Werken, sondern gilt mit Recht auch als sein geheimnisvollstes. Es ermöglicht dem Leser ganz unterschiedliche Zugänge. Man kann es als Dichtung oder als Philosophie lesen. Und selbst wenn einen das hochgespannte sprachliche Pathos eher abschreckt, selbst wenn einen Zarathustras Lehren kalt lassen, selbst dann bietet der Text mit seinen unzähligen Variationen, Spiegelungen, Brechungen und Ironisierungen ein labyrinthisches Leseabenteuer, das seinesgleichen sucht.